Servus aus München. Heute stellen wir mal einen Chevrolet Silverado vor. Ein cooles Auto, bin selber auch noch nicht gefahren, werden wir nachher mal kurz testen. Das ist eine komplette neue Dieselgeneration, Duramax Diesel, 6-Zylinder Reihenmotor, 281 PS, 684 Newtonmeter. Der 6,2 Liter Benziner hat auch nur 684 Newtonmeter, also der Motor ist kräftig, ist auch von Chevrolet Isuzu entwickelt worden. Nach der US-Norm braucht er 7,1 Liter, nach unseren Testberichten irgendwo bei 8,4 Liter Diesel. 1977 wurde das letzte Mal von Chevrolet in die Light Duty Trucks, also in die 1500er Generation, ein Dieselmotor verbaut. 2020 geht es wieder los. Die Amerikaner haben erkannt, dass die Dieselmotoren wieder im Trend sind. Und man sieht ja Spritverbrauch, wenn man ein Auto, wo 800 Kilo Nutzlast hat, 3500 Kilo Anhängelast, ein Verbrauch unter 10 Liter ist auf jeden Fall ein Top-Auto und passt in die heutige Welt. Ich zeige euch mal den Motor. So, jetzt sind wir wieder da. Man sieht nicht viel, ist natürlich schön verpackt. Da sieht man mal den richtig großen Turbolader. 3 Liter 6 Zylinder, die meisten sind noch V6. Die Konstruktion muss gut sein. Angeblich kommt der Motor in die nächste Chevrolet Tahoe, Silverado, GMC und Escalade Flotte mit rein. Man sieht nicht viel, aber wir werden es gleich sehen beim Fahren. 684 Newtonmeter Drehmoment ist ja heftig für so einen kleinen Motor. Optimal zum Hängerziehen. Beim Silverado gibt es verschiedene Karosserieformen. Also zum Beispiel gibt es einen Regular Cab, dann ist die Türe weg. Dreisitzer oder Zweisitzer. Das ist ein Doppelcap, das heißt, vordere Türe ist groß, hintere Türe ist etwas kleiner. Das Fahrzeug hat eine Standardbox, das heißt, die Ladefläche ist länger wie bei einem Shortbox. Ist für österreichische Kunden sehr interessant. Radstand geteilt durch zwei, muss die Ladefläche größer sein wie der Innenraum, dann ist da ein richtiger LKW. Nova befreit und man kann das Auto richtig abschreiben. Bei uns in Deutschland spielt es nicht unbedingt eine Rolle, aber für unsere Kollegen aus Österreich ist es sehr interessant. Ich zeige euch jetzt noch mal ein anderes Modell. Das haben wir auf unserem Lagerplatz stehen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Trailboss, Crew Cab, Shortbox, also kurze Ladefläche, vier große Türen. Hat man natürlich im Innenraum viel mehr Platz, ist aber zum Beispiel für Österreich nicht geeignet. Das ist zum Beispiel auch ein 5,3 Liter Motor, das ist ein 3 Liter Diesel und dann gibt es parallel auch noch einen 6,2 Liter Benziner. Z71 ist die eine Fahrwerkskombination, Auto ist leicht höher gelegt, verstärkte Federn, bessere Stoßdämpfer. Also so wie das Auto ausgestattet ist, optimal zum Schleppen, Arbeitsmaschine. Also würde ich jetzt mal testen. Also wir sitzen jetzt im Silverado RST. Die Grundausstattung ist der LT, RST. Dann kommt der Trailboss, LTZ, High Country. Das sind die Ausstattungslinien von General Motors. Das heißt, man kann verschiedene Karosserieformen, verschiedene Ladeflächen kurz oder lang wählen und man kann natürlich zu den einzelnen Paketen auch noch die Ausstattung wählen. High Country ist die beste Ausstattung, da ist dann schon Schiebedach drin, besseres Leder, das Armaturabrett schaut schöner aus, aber es wird natürlich immer teurer. Also das ist eigentlich eine Ausstattung, RST, scheinlich alles drin, es ist Leder drin, Klima drin, die Bose Soundsystem sind verbaut. Die Scheibe geht hinter auf, man hat Heckscheibeheizung, elektrische Spiegelverstellung, also es ist von Grund aus viel drin. Es gibt eine Allradautomatik, man kann es auch sperren. Es ist alles drin, was man braucht. Soundsystem, Navigationssystem ist umrüstbar, Zwei-Zone-Klimaanlage, Bergabhilfe, dann ist das die Start-Stopp-Automatik, elektrische Heckklappe. Warnblinkanlage, da können Sie das ESP und Anti-Schlupfregelung ausschalten und das ist eigentlich nur
Strom für den Stecker. Jetzt reden wir nicht mehr lang, jetzt fahren wir. So, elektrische Handbremse raus. Dann geht's los mit dem 10-Gang Automatikgetriebe. Allrad zuschaltbar. Ein cooles Teil. Eigentlich kann man gar nicht glauben, dass das ein Dieselmotor ist. Man hat natürlich nicht das V8 blubbern im Ohr, was wir als V8-Fahrer natürlich immer gerne hätten. Aber zum Hängerschleppen muss ich mal sagen, mit dem Drehmoment, ist echt zum Überlegen, ob man nicht so ein Auto anhängt, weil der Spritverbrauch von 10 Liter oder noch weniger macht natürlich bei einer Kilometerleistung im Jahr von 100.000 Kilometer, was wir mit dem Hänger fahren, enorm was aus. Ich bin jetzt zwar noch nie ein Diesel-Fan gewesen, aber ich glaube, jetzt ist es dann soweit. Na, das Drehmoment ist natürlich gigantisch. 3 Liter Duramax Dieselmotor. Ich habe am Anfang gedacht, ich habe mich da verlesen, was da in der Broschüre von Chevrolet gestanden ist, aber tatsächlich funktioniert der Motor perfekt. Schiebt ganz schön an. Enorm. Da merkt man das Drehmoment. So, jetzt werden wir mal eine kleine Runde auf der Autobahn fahren. Dann schauen wir mal, was das Ding wirklich kann. So, Tempomat, Lenkradheizung, Telefonstummschaltung. Los geht's. Auf die linke Spur. Da braucht keiner auf die linke Spur fahren, da brauchen wir uns nicht verstecken mit dem Auto. Super Fahrkontur, Fahrwerk, das Z71 ist natürlich gigantisch, liegt super auf der Straße. Ist nicht so, was man eigentlich denkt, dass ein Pickup ist, dass es hinten so holpert, ohne Aufladung liegt der richtig gut. Also ohne Zuladung hat es ein super Fahrverhalten. Meistens muss man am Pickup zuerst mal was aufladen, damit die Fahrkultur da ist, aber das Auto macht das ohne. Die Fahrkultur ist ja wahnsinnig, ist so leise das Auto. Kein Pfeifen in der Scheibe. Ist alles okay. Ich würde gerne mal so eine Höchstgeschwindigkeit messen. Das können wir jetzt mal durchziehen, oder? So, jetzt schauen wir mal, wie weit das geht. Normalerweise sind sie bei 160, 170 abgeregelt. Ja, ist da auch bei dem Modell so, aber 170 geht der Strom. Beschleunigt richtig durch. Kein Rucken, kein Mucken. Bin begeistert. Tolles Auto. Ja, ist die Frage, ob man jetzt bei so einem Auto die Abriegelung rausmachen muss. Wenn man jetzt sagt, man hat schwer geladen, 5 Personen drin. Glaube ich nicht, dass man es braucht. Dann braucht er wieder mehr Sprit. Nee. So, auf den Punkt gebracht. 281 PS Duramax Dieselmotor. Das ist eine komplett perfekte Entwicklung. Das Drehmomentband von unten bis 5000 gigantisch, also ist optimal für Hängerbetrieb. Wenn man auch die Ladefläche mit 800 Kilo beladet, das Auto kann wirklich was. Also bin komplett begeistert. Und die Abstimmung Duramax Diesel, 10-Gang Automatik. Man sieht tatsächlich nur am Drehzahlmesser, wie der Drehzahlmesser kurz hin und her wackelt. Man merkt die Schaltvorgänge gar nicht. Also perfekter geht's. Ich bin komplett begeistert von dem Auto. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Servus!